Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem Let's Play von Find Yourself. Es handelt sich bei dem Video im Grunde um die Livestream-Aufzeichnung von vor einiger Zeit. Nicht wundern, wenn ich ab und an mal mit dem Chat spreche. Da das Game im Grunde recht solide war, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Daher viel Spaß mit dem Video. So. Weiter. Okay. Flashlight. Yeah. Run. Easy. Crouch. Easy. Jemand gerannt? Das geht los, ich komme schon nicht weiter, oder was? Da rein? Haha. Geht ja schon gut los, ne? Don't blame anyone. Prime. Man. Ah. Benutzen. Bußgeld fürs Falschparken. Boah, das ist ein Bär. Okay, 35. Meeting. Mit dem guten Psychotherapeuten. Habe ich das jetzt eingesammelt? Okay, ganz. Kunst. Na, Kunst was? Mausrad E fokussieren. Ah ja. Wo kommt jetzt die Telefonzelle her? Hallo? Pizza? Hawaii? Aber mit Eis. Ganz wichtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles klar! Das war's komplett. Ich bin dann wieder weg. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, ich kriege jetzt schon den Herzinfarkt. Oh. Okay, da hat mich jetzt leicht erwischt. Oh, was war das jetzt? Oh shit. Bitte die Clip-Funktion, wir müssen die deaktivieren. Hallo, Serie. Oh, ich bin jetzt erschrocken, Alter. Oh Mann. Ich habe jetzt tatsächlich Monsters Among Us. Okay, Moment, ich muss mal kurz nochmal raus. Ich muss leider den Clip-Befehl deaktivieren, weil der nämlich die Fenster switcht. Und der ist auf Phasmophobia ausgelegt und sucht natürlich das Phasmophobia-Fenster. Ah. Das Phasmophobia-Fenster ist leider nicht offen. Wo ist denn der Clip-Befehl? Ah, ja. Okay. So. Holy shit. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Es ist schon ganz schön laut, ne? Holy shit!
Geht's noch? Kutschi, kutschi, kutschi. Hä? Kutschi, kutschi, kutschi. Ey, wenn da jetzt auch noch Rätsel dabei sind, dann ist es... Gucci, Gucci, Gucci ist weg. Gift! Gift! What the fuck? What the? Ohne Scheiß, irgendwas passiert hier gleich wieder. Ich weiß es. What the fuck? What? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Wisst ihr, was mich das erinnert gerade? Wenn es dunkel wird, benimmt sich Mama Kuh. Ist es nicht... Mama bestraft mich und schloss mich im Zimmer ein. Papa kommt bitte ein. Nachdem du gegangen bist, hat Mama angefangen, mich zu schlecht zu behandeln. Okay, die Übersetzung ist glaube ich nicht so toll. Oder ich habe jetzt gerade echt einen Drain. Dieser komische Schatten. Das erinnert mich an die Burdi, die Karte. Alarm? Okay. Alles easy. Okay, lass mich jetzt erstmal hier umgucken. Also die Mama ist komisch. Das ist bestimmt die Tante aus der Burg. War doch gerade eben noch kein Blut, oder? What the fuck? Ihr seid im ganzen... Okay. Da stand doch gerade Koffer. Bin ich jetzt total bescheuert? Schön.
irgendwas. Nimm die Krücken mit. Okay, ist eine gute Idee. Aber sonst, man kann mit total wenig Sachen interagieren. Große Fehler. Was zu machen. Bewegt er sich her? Nee, doch. Ständig meine blöde Taschenlampe aus. Was hat die gesagt? Ich verstehe. Also ich verstehe gerade nicht. Ich habe gerade keinen Bock, mich umzudrehen. Gott! Er wird nicht so ein Spiel machen. Umdrehen lassen, den Spieler nochmal zurückgucken lassen und dann den Jumpscare eingebaut. Motherfuck! Laser. Warum? Der war so random. Hallo? Akt 2. Ich habe Akt 1 überstanden. Bin nicht gestorben. Fürchte nicht die Dunkelheit. Fürchte nicht die Dunkelheit. Ich nehme den What the fuck? Auf den richtigen Schlüssel. Schokokugel in der Brust. Ich bin so lustig, gell? Oh! Ich kann mich nicht mehr irren. Wie? Wow. War auch schon das Licht gebrannt. Auf den richtigen Schlüssel. Ist er mehrere oder was? Ah. Ja, woran erkenne ich jetzt? Ist das der richtige Schlüssel? Ah, der hat auch noch einen Schlüssel. Warte mal, die beiden sind kopflos. Ey, wie viele Arschritzen hier, ey? Ich wurde belastet. Du hast einen Kopf. Du hast keinen Kopf. Du hast eine Hand. Du hast keinen Kopf. Entschuldigung, noch mal kurz. Einmal trotzdem die Sounds deaktivieren.
Gleich wieder da. So. Oh, eine Kerze zu deinem Arsch. Wollte auch kein Kopf. Nicht nach Hand. So. Das ist hier. Dann ist eine Kerze. Dann ist es. Wie viele gibt's denn hier? Hör auf. Oh. Der Weg muss frei geworden werden. Hä? Oh oh. Kann doch hier nicht die Leute in den Puppe fassen. Okay. Den Weg freiräumen! Oh oh. Nein. Harry, vielen Dank. Stimme verzerrt? Möpse auf die Möpse. Also ich habe jetzt nicht verstanden. Das erste Mal, als ich geklickt habe, haben die sich neu sortiert. Vielleicht habe ich da schon auf den falschen geklickt. Okay. Hand. Nehmen wir noch eine Hand? Ah, Hand. Hand. Ha! In meinem Zimmer sind Monster, doch meine Mama glaubt, ich lüge. Sie hat mich dafür in den Keller gesperrt. Okay. Tolle Mama hast du auf jeden Fall. Oh, und Strom an, oder? What? Aber das gab einen Erfolg. Alles richtig gemacht. Auch wenn ich jetzt anscheinend tot bin. Okay, wir sind wieder. Also, wir sollten das Licht nicht anschalten. Natürlich sollten wir da wahrscheinlich auch am besten nach oben gehen direkt. Da bleibt nichts anderes übrig. Did you say that? Hm. Jetzt hat sich bestimmt hier unten wieder irgendwas verändert. Hm. Versuchen den Strom einzuschalten vielleicht. Vielleicht war ich gerade zu früh nur. Ich glaube, es war wieder. Gin. Hallo Sabi. Ich habe gerade keine Ahnung. Irgendwas über Sane? Habe ich irgendwas übersehen? Ja komm, was lädst du denn so lang? Okay. Wir fangen einfach nochmal an. Das erste, was man hier sieht, ist das hier. Da kann man nichts einsammeln. Bleibt einfach. Okay. Das zweite, was, ne, auf jeden Fall ins Auge sticht, ist Strom. Aber den sollte man am besten nicht anmachen.
kann man nicht interagieren. Mit dem Fahrrad auch nicht. So, hier kann man mit nichts interagieren. Mit nichts. Ist nichts weiter drin. Es sind ein paar Dosen, mit denen man ebenso nicht interagieren kann. So, man geht hoch. Wäsche waschen. So, jetzt sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo wir doch eigentlich irgendwas anderes machen sollten. Machen wir die Wäsche an. Kann damit auch nicht interagieren. Aber die Mama will ja bestimmt, dass ich im Keller bleibe. So, soll ich jetzt soll ich das jetzt aussitzen hier, oder? Sabi, vielen lieben Dank. Dankeschön. What the f... Strange ist das denn bitte? Das Spiel ist so strange. Okay, hier ist nix. My friend Bigfoot. Okay. Ey, ich bin gerade maximal verwirrt. Nein, nur so zur Information. Nicht, dass ihr euch wundert. Sind diese Puppen, sollen die Menschen darstellen, die da vielleicht mal eingesperrt waren? Oder wo noch das? Ah, Kruzifix da. So, Kruzifix für Arme. Hallo? Ich will das. Ich brauche dann noch eine Kerze. Was ist da drin? Ja. Haben wir zwei Schlüssel. Ich will das? Okay, kriege ich anscheinend. Holy Cross. Okay. Hat irgendjemand noch von euch einen Handabdruck drauf, den wir antatschen können? Nee, ne? Ich brauche zwei Schlüssel. Thank you.
Ja, das ist echt gut gemacht, ey. Also die lenken den Blick genau dahin, wo du hingucken sollst. Und dann machst du genau das, glaube ich, was sich der Entwickler vorgestellt hat, dass du machst. Das ist nice. Motherfucker, du! Ach, stopp. Entschuldigung. Dankeschön, Sabi. Hallo Elias. So, hat sich das jetzt gerade zurückgesetzt? Ich werde Mama beweisen, dass ich kein Lügner bin. Und ich muss über mein Verhalten nachdenken, aber hier bekomme ich nur Angst. Okay. So, hat sich hier irgendwas geändert? Egal was ist mit diesem. Die Frau im blauen Kleid flüsterte ihm zu. Sei stark, mein weißer Gitter. Es warten Kämpfe um reiche Ländereien auf dich. Das ist ein Blau. Mein Teddy. Act 3, Big Fun. Sind wir zum Zirkus abgehalten? Whoa, that was funny. Wollt ihr mir irgendwas sagen hier oder was? Da lachst du. Sorry, aber ich hasse Blauen. Sind ja gruselig. Dankeschön, Elias. Alles klar, Sabi. Bis dann. Meine Taschenlampe. Was ist das? Über die Kiste. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde in einer verlassenen Jagdhütte im Außenbezirk der Stadt neben einem Park gefunden. Dem Jungen zufolge wurde er von einem als Clown verkleideten Mann entführt, während er mit seinem Vater im Urlaub war. Okay. Ich hab ihm Freunde, Spielzeug und Essen mitgebracht. Ich wollte
Ich wollte ihm ein richtiger Vater sein, damit es ihm immer gut geht und er glücklich ist. Ich habe alles dafür getan. Die anderen Kinder haben sich böse verhalten. Nur deswegen musste ich sie beruhigen. Ich verstehe gar nicht, warum sie mich einen Verrückten. Kinder lieben doch Clowns. Ja, Kinder lieben Clowns. Sabi mag keine Clowns. Ja, schon ein bisschen strange. Kommst du jetzt zu mir, weil du mich töten willst, oder läufst du hier Patrouille? Nein, er läuft keine Patrouille. Nein, mach jetzt. Dieser Junge, sein Name war Peter. Er war was Besonderes. Ich hätte ihm niemals etwas Böses angetan. Er war genauso einsam wie ich. Der Mann, den er Vater nannte, war ein Monster. Ich wollte ihn doch nur vor dieser Welt retten. Junge, was ist los bei dir? Okay, wir brauchen was, um das Ding zu öffnen. Den haben wir anscheinend ordentlich gestuckt. Da lobe ich mir. Das Ding. Wenn da jetzt irgendwas ist, was ich einsammeln muss, dann kotze ich aber. Ich habe schon die ganze Zeit auf dem Maus das. Nö. Kann nichts zu sagen. Eine noch? Okay. Düt. Schon anders, ne? Oh komm. Hui. Der Clown ist auf jeden Fall noch abgelenkt. Ich stoße jetzt einfach alle mal an. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Man kann nicht springen. Jetzt kommen wir gleich wieder zu unserem Clown. Fuck. Fuck. Ich hab gehofft, dass man den erschlagen kann oder so. Spiel im Vergleich zu mir recht laut. Okay. Nur bleibt er nicht hängen. Fuck. Vollkommen hier hoch. Der Bolzenschneider auf der Schaufel. Scheiße. Komm ich da hin? Boah, da muss man ein bisschen Luft lassen hier. Ne, da bin ich ja nicht hochgekommen. Scheiße.
Komm ich da bitte hin? Der wird mich wahrscheinlich hier one-hitten. Da komm ich nicht ran. Im Grunde bin ich ziemlich leise. Ich kann jetzt einfach mal hier provisorisch meine Lautstärke hochdrehen. Hat es geklappt? Der nervt mich. Wenn er hinkommt. Juhu! Schiffchen? Meinst du? Ich schätze, ich brauche ich brauche den Bolzenschneider, um da hinten. Du nervst mich. Den kann man nicht anschieben und nix. Du bist so doof. Hier komme ich auch nicht dran vorbei. Kann er springen und nix. Hallo Nutella. Tüt. Kann er nicht rein und nix. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Nicht der Ernst. Die Sicherung fehlt. Okay, hier brauchen wir eine Sicherung. Wo soll ich jetzt eine Sicherung herbekommen? Spitzer Gegenstand. Mit dem spitzen Gegenstand kann ich das hinten aufmachen. Dann hole ich die Sicherung und kriege den Bolzenschneider. Okay, wo kriege ich so eine fucking Sicherung? So, hier gibt es bestimmt auch einen Kasten. Oh, shit. Oh, das wollen sie. Mach mal den Weg. Der nervt mich gerade ein bisschen. Wenn diese fucking Sackgasse, das ist sehr problematisch. Der Clown nervt. Keine Sackgasse. Ja, aber da ist kein Kasten. Wo ist denn hier der Kasten?
muss es doch auch so einen Kasten geben. Sophia, Grüße. Alles wende ich ab. Mit dem Bolzenschneider kann ich dann hier vielleicht. Wo soll ich an die blöde Sicherung rankommen? Mit nichts interagieren hier. Oder ich brauche einen spitzen Gegenstand, um da die Sicherung rauszunehmen. Aber woher? Woher? Woher soll ich denn nehmen? Ach komm, du nervst mich. Ich will einen spitzen Gegenstand herbekommen. Geht es jetzt eigentlich von dem Mikrofon und Stärke? Oh, hoffentlich lässt er jetzt los. Nö, macht er nicht. Hau doch ab! Oh. Okay. Hau ab. Was müssen wir noch machen? Rätsel lösen, anscheinend. So, jetzt legen wir da die Sicherung ein, die ich hoffentlich genommen habe. Und habe mir nicht nur die Finger verkohlt. Das Riesenrad ist aus. Hallo? Okay. Motherfucker! Ich hab gewusst, dass jetzt was kommt. Aber dann kam nichts und dann kam doch was. Mach Gott! Ey, wir sind wieder im Debu-Haus. Ich darf Mutter nicht ablenken. Oh, das ist das Zimmer. Schauen wir mal, ob. Nee, der Brief hängt da nicht mehr. Weiß nicht. Ah, okay. Mama, lass dich nicht ablenken von mir. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er die Lande befreien konnte. Dazu musste er in das dunkle Land zurückkehren und die schwarze Hexe besiegen. Und er hat es getan. Das ist meine Prophezeiung.
drehe mich jetzt um und die steht da. Jetzt wieder mit einem Jumpscare gerechnet. Oh mein Gott. Was ist. Evidence found. Okay, nice. Sind wir alle wach? Steven and Nancy. Okay. Zwei Patienten flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie stellen sich als verheiratetes Paar dar. Sie wirken vertrauenswürdig, doch können anderen gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und meiden Sie den Kontakt zu diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei an, wenn Sie den Verdächtigen sehen. Okay. Ist alles hier drin? Machen wir dazu. So. Prinzipiell haben wir hier alles, hoffentlich. Mann, hab ich einen Bock. Gleich wieder was auf die Ohren zu kriegen. Habe ich genauso gewusst, was ist das so. Er wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt. Okay. Kommt davon, wenn man wild links klickt und dann halt ins Bettchen geht. Eieiei. 3 Stunden später. Soll man die Taschenlampe anmachen? Oder? Ups. Mach ruhig. Alles gut. Alles gut. Okay. Guck mal. Soll ich da rausgucken? Ja, ne? Okay. Oder ist so wieder unten im Bett? Ach, du Scheiße. Sieht nicht gut aus für dich. Was ist denn? Welcome back. Ah ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte noch mal reingucken. Ich wollte es dann noch mal zur Seite stellen.
Oh, come on! Okay. Spiele ich jetzt die Mama oder was? Warum habe ich das jetzt? Oder ist, liegt da jetzt die Mama drin? Das Ende des Wahnsinns. Ich glaube noch nicht wirklich dran. Dreh dich nicht um, lauf. Dreh mich jetzt weg. Arsch, Digga. Trau dir nicht. Echt durchrennen. Feel free to scream whenever you want. Passengers, was? Keine Ahnung, ey. Lesen. Hä? Könnt ihr mich mal bitte durchlassen hier? To that note. Nix in der Hand, ne? Viel zu sehr geleuchtet gerade. Was? Hä? Oh, lol. Bis jetzt versucht, dem Metro aus dem Weg zu gehen, damit ich mit meinen Ängsten nicht konfrontiert werde. Ah, da haben wir wieder die Hand. Erinnern die sich auf einmal? Die hat vorher keine Hand gehabt. Okay. Etwas Unbekanntes ängstigte mich. Ich hatte Angst vor nicht eher ein Monster. Es war nur meine Einbildung. Ich wollte nicht daran glauben, dass meine Mutter ein echtes Monster war. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde in einer verlassenen... Das hatten wir doch schon. Die Hand. Das ist das Foto. Okay. Aber das konnte ich jetzt nicht richtig verstehen, weil ich zu jung war.
Da ist er ja wieder. Unser Bester. Die rote Sonne, Symbol 1, erhält den Weg des weißen Ritters, Symbol 2. Er wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt, Symbol 3. Die Frau in einem blauen Kleid, Symbol 4, flüsterte ihm zu. Achso, okay. Sei stark, mein weißer Ritter, Symbol 5. Es warten Kämpfe um reiche Ländereien auf dich. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er in Lande befreien konnte. Er musste in den Land zurückkehren und die Schwarzhexe besiegen. Die Sonne mit einem hellgelben Licht und befreite jeden Winkel des Landes von der Dunkelheit. So. Wie fucking wichtig ist diese Information? Ich merke mir doch jetzt keine neuen Symbole in der Reihenfolge. Seid ihr verrückt? Die Symbole müssen eine Bedeutung haben. Ah, come on, echt. Okay, das erste war so ein Ding hier. Ah. Hä? Das sind doch keine Farben dabei. War doch hier nur so ein... Davon gibt es zwei Symbole. Das ist aber frech. Und das ist das rote dann, oder was? Okay. So, dann... Okay. Zwei, dann... Okay. Ist da drüben die 6 oder was? Die ist gerade nicht. Muss ja dann die 6 sein. Das Dreieck. Und da unten geht es nämlich wieder 7 weiter. Ist das Dreieck gewesen? Eigentlich mit einem Strich drin, aber der Strich ist da nicht ganz so, ne? Ui. Jetzt muss das wird sein, oder? So, haben wir hier die 7, ne? Mal kurz gucken. Um sicher zu gehen. Ja, stimmt, steht dabei, rote Sonne. Ja, okay, sorry. Ah, dann haben wir das hellgelbe Licht. Und dann... Grüße. Alles gut? In der Office. Peter, bist du heute dazu bereit, über deine Kindheit zu reden? Klein auf war mein Leben die Hölle. Nachdem meine Mutter verschwand, musste ich in ein Waisenhaus. Niemals habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Hast du immer noch diese Albträume? Im Waisenheim haben meine Albträume endlich aufgehört. Ich machte mir immer Vorwürfe, dass ich meine Mutter getötet habe. Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Schmerz gelebt und jetzt stellt sich heraus, dass es die entkommenen Psychopathen waren, die meine echten Eltern töteten, als ich noch sehr jung war und unser Leben damit übernahm. Wie hast du das herausgefunden? Ich bin ja plötzlich gespawnt, hat ein Telefon geklingelt oder eine Telefonzelle. Heute nach so vielen Jahren stürze ich mich in diese Astralebene. Ich habe alles gesehen, was mit mir geschehen ist. Und dort hast du sie getroffen. Was ist dann passiert? Ich habe sie besiegt und mich von meinen Ängsten befreit. Und mir wurde klar, dass ich damals als Kind,
dass ich mich damals als Kind gerettet habe. Freesound.org, alles klar. Da muss ich gleich mal gucken, ob es dir gefällt. Also eigentlich hätte es ja durchaus noch weitergehen können, oder? Weil irgendwo... Alexander? Freesound Open. Okay, also das Ende ist jetzt tatsächlich etwas verfrüht. A new mystery. Aber was ist das für eine Auflösung? Fällt mir gerade so auf. Moment. What the fuck? Hä? You can do it. Moin! Wenn Sie einmal von einem Albtraum heimgesucht wurden, denken Sie nicht, dass es Sie endlich gehen lässt. Wenn ich jetzt auf Weide drücke, dann bin ich hier wieder okay. Ja, das ist wieder dasselbe Chance. Okay, das war der letzte Save Point wahrscheinlich. Okay. Ja! Liebe Leute, das war Find Yourself. Ich weiß nicht, ob wir uns gefunden haben. Ich glaube nicht. Nee, glaub nicht. Ganz komisch. Ganz komisch. Okay.